Präsident Schwarzenegger? Das bin ich. Unsere Internetüberwachung meldet eine weitere heruntergeladene Raubkopie. Son de Blade? Aber man weiß doch, dass dies verboten ist. Da müssen wir sofort intervenieren. Ich habe hier 5 grausame Bestrafungsoptionen für Sie. Ich will das Grausamste, was man sich vorstellen kann. Ich darf diesen Film nicht illegal downloaden. Hasta la vista, liebe Nation. Geh seid's doch nicht blöd und lasst's den Scheiß. Das mit dem Downloaden, das ist eher krass. Gestellt euch einmal vor, der Terminator ist in einer solchen kleinen Datei neu komprimiert. Da pass ich gar nicht rein mit meinem Superbody. Ich brauch die große Leinwand. Da ist es Leinwand. Oder wenigstens eine gescheite DVD. Und illegal, also verboten, ist das mit den Rap-Kopien auch noch dazu. Da gibt's bloß Action und Trouble und Punishment für euch. Also, bleibt's clean. Ich hoffe auf euch. I'll be back in the cinema. Euer Präsident Arnie. Die Verbreitung illegaler Filmkopien im Internet schädigt die Filmindustrie, auch in Deutschland. Doch die Täter sind im Netz nicht anonym. Raubkopierer werden verfolgt und können mit Geldbußen und Freiheitsentzug bestraft werden. Nur Original ist legal. It's a me, Mario! Woohoo! Let's play!
Scheiße, die Tat! Scheiße, die Tat! Scheiße, die Tat!